Hallo meine Lieben, ich habe heute ein wunderschönes Sommerrezept für euch, nämlich diesen Erdbeer-Taboulet-Salat. Kann man sich super einfach zubereiten und auch sehr gut vorbereiten. Dementsprechend ein Hammerrezept. Heute zeige ich es euch. Als erstes beginnt ihr damit, Quinoa zu kochen. Quinoa ist ja so eine Zutat, die in den letzten Jahren echt einen krassen Hype hatte, einfach weil es als Superfood deklariert war. Dann hatte es einen ziemlich krassen Hate, einfach weil es eben, weil bekannt wurde, dass natürlich Quinoa auch sehr, sehr weite Lieferwege hat und dadurch auch irgendwie nicht so nachhaltig ist. Aber was viele nicht wissen, Quinoa wird mittlerweile sogar in Deutschland auch angebaut. Das heißt, das könnt ihr regional bekommen, wenn ihr nur danach schaut. Wenn es euch also wichtig ist, gerade dieser nachhaltige Aspekt, dann achtet mal drauf, woher euer Quinoa kommt. An sich von den Nährwerten auf jeden Fall super gut und deswegen auch hier in einem sehr, sehr gesunden Salat eine ziemlich coole Komponente. Ganz wichtig beim Quinoa auch immer, ihn vorher nochmal abzuwaschen. Da sind nämlich so ein paar Bitterstoffe drauf. Dementsprechend einfach kurz einmal abwaschen und dann das heiße Wasser, Deckel drauf und so 10 bis 15 Minuten ungefähr köcheln lassen, abgießen. Oder wenn ihr auch die richtige Wassermenge ausgerechnet habt und die nehmt, ist er auch so fertig. Kennt ihr, wie beim Reis. Während ihr Nudeln und sowas unbedingt salzen müsst, auch für den Geschmack, damit eben das Salz nicht ins Wasser übergeht, ist beim Quinoa nicht absolut notwendig. Das heißt, an der Stelle salze ich gar nicht, um es auch später nochmal besser abschätzen zu können, wie viel Salz im Essen auch landet. Heute machen wir so ein Rezept, was an ein Taboulet angelehnt ist und da kommt immer jede Menge Petersilie rein und auch viel Minze. Ich persönlich mag Minze noch mehr, weil die einfach so einen fantastischen Geschmack hat oder vor allem Geruch auch durch diese ätherischen Öle. Deswegen nehme ich von der Menge her ein bisschen mehr Minze als Petersilie. Ihr könnt das aber auch genauso gut andersrum machen. Gerade wenn ihr so größere Mengen Kräuter kaufen wollt, geht am besten zu irgendeinem orientalischen Shop oder auch in die Metro, wo ihr das auch ohne super viel Plastikverpackung kaufen könnt. Bei Kräutern könnt ihr euch grundsätzlich merken, wenn ihr so einen relativ saftigen Stiel habt, dann könnt ihr den mitverwenden. Bei Minze zum Beispiel wird es so ein bisschen hölzerner. Das bedeutet, bei der Minze zupfe ich vorher die Blätter alle ab und hacke die dann einfach nur noch. Kann man auch ganz schnell machen, einfach so einmal gegen die Wachsrichtung und schon ist klein. Bei der Minze gibt es so ein bisschen Verwechslungsgefahr, denn ich rede jetzt nicht von der Pfefferminze, die ihr vielleicht vom Tee kennt oder teilweise auch aus dem Supermarkt, so in den Töpfen. Die ist deutlich zu scharf für dieses Essen und hat einfach einen zu extremen Geschmack. Ich rede eher von dieser Teeminze, Nana-Minze oder dieser etwas süßlicheren Minze, die ihr vielleicht auch kennt, wenn ihr schon mal mit Minze gekocht habt. Also riecht auf jeden Fall vorher auch mal an eurer Minze, gerade wenn ihr sie jetzt aus dem Garten eures Nachbarn klaut. Das sind Scheiße, ich erzähle, aber ja. Minze und Petersilie werden schön fein gehackt und von beidem nehmt wirklich ordentlich. Eine halbe Gurke wird ebenfalls gewürfelt. Die Gurken könnt ihr dann entweder, wenn ihr ein großes Schneidebrett habt, da lassen oder auch nochmal in eine Schale machen. Denn jetzt kommen wir eigentlich zum Star von heute, nämlich diesen wunderschönen Erdbeeren. Oh, der Duft ist so geil von Erdbeeren. Und Erdbeeren und Minze ist so eine Kombination, die ist sehr, sehr gut. Genauso übrigens wie Gurke und Minze. Da könnt ihr in ganz vielen verschiedenen Essen und auch Getränken sehen, dass die beiden Geschmäcker richtig gut zusammengehen. So, bei den Erdbeeren natürlich jetzt erstmal das Grüne ab. Und achtet beim Erdbeerkauf auf jeden Fall, dass ihr regionale kauft. Also gerade die Erdbeersaison ist eine meiner absoluten Lieblingsjahreszeiten, weil es da so wunderbare Stände gibt, überall in der Stadt oder auch auf dem Land, wo man frische Erdbeeren direkt vom Feld bekommen kann. Erdbeeren an sich haben übrigens auch super wenig Kalorien. Also gerade wenn ihr auch auf euer Gewicht achten möchtet, sind Erdbeeren wirklich ein Geschenk der Natur, weil die so wunderbar süß sind, wenn sie richtig reif sind. Und könnt ihr in verschiedensten Rezepten, ihr wisst es, beim Backen und eben auch in solchen Salaten super einsetzen oder natürlich einfach snacken. Wer sowas hat, der braucht eigentlich keine ungesunden Snacks mehr, finde ich. Falls du übrigens mehr solcher einfachen Rezepte haben möchtest, dann auf jeden Fall diesen Kanal hier abonnieren. Und wenn dir das Rezept heute gefällt, gib dem auch gerne mal einen Daumen nach oben. Ich sehe immer euer Feedback und mich freut es natürlich, wenn das Video hier auch gut ankommt bei euch. Die Erdbeersaison ist immer so von Mai bis September ganz grob, kommt aber auch sehr, sehr stark aufs Wetter an, weil die Erdbeeren natürlich schöne Sonne brauchen und schön warmes Wetter, um auch so richtig schön reif und süß zu werden. Deswegen, ja, nehmt euch vor allem in diesen Jahreszeiten vor, wirklich Erdbeeren zu essen und mit Erdbeeren zu kochen. Da sind sie einfach am besten. Es gibt sie auch außerhalb dieser Monate im Supermarkt, aber dann sind sie halt importiert aus Spanien oder noch weiter weg und sind einfach nicht geil, weil sie nicht komplett ausgereift sind und eben diese Süße überhaupt nicht entwickelt haben. Die schneide ich jetzt einfach in solche kleinen Würfel, nicht zu klein, damit sie im Essen auch echt immer noch so etwas Biss mit reinbringen und man diesen schönen Effekt hat, wenn man auf eine Erdbeere beißt. Wenn ihr das zu kleinteilig macht, dann vermischt es sich zu stark mit den ganzen anderen Zutaten und wird so ein bisschen matschig fast schon. Dementsprechend, ja, ungefähr so eine Größe passt auf jeden Fall.
Außerdem können wir dann auch schon mal eine halbe rote Zwiebel vorbereiten. Nehmt an der Stelle auf jeden Fall eine rote Zwiebel, weil die so einen etwas süßlicheren Geschmack hat und viel besser in das ganze Essen passt. Denn wenn ihr hier eine weiße nehmt, dann ist sie viel zu aggressiv und es passt einfach nicht gut zur Erdbeere. Falls ihr eine rote Zwiebel ersetzen möchtet, dann am besten mit einer Schalotte. Die hat eh einen etwas leichteren zwiebeligen Geschmack und kommt auch gut da drin. Ich nehme auch ganz bewusst jetzt nur eine halbe rote Zwiebel, obwohl die ganz klein ist, weil der Zwiebelgeschmack eben nicht im Vordergrund stehen sollte, sondern nur so ein wenig das Dressing unterstützen soll und ein wenig mehr Geschmack mit reinbringen soll. Den Quinoa habe ich mittlerweile abgetropft und ganz wichtig, der muss auch kalt werden. Denn ansonsten wirkt es sich nicht so gut auf den Salat aus. Den sollte man wirklich dann kalt essen. Dementsprechend auch den ein paar Minuten geben und dann einfach schon mal in eine Schüssel geben. Ihr könnt statt Quinoa aber auch Bulgur nehmen. Das ist bei Tabouleh sogar viel öfter der Fall. Aber gerade so bei dem Original-Tabouleh-Rezept oder den Rezepten, muss man sagen, denn es ist eigentlich in der kompletten arabischen Welt total vertreten und wird immer so ein bisschen unterschiedlich auch gemacht. Bei manchen mit deutlich mehr Petersilie, bei anderen dann mit einer anderen Gewichtung. Bulgur oder Quinoa, es nimmt sich nichts, funktioniert beides sehr, sehr gut in diesem Rezept. Und an der Stelle könnt ihr dann alles in eine schöne Schüssel oder auch in eine große Schale geben. Ich habe das jetzt alles natürlich wunderschön Instagrammable zusammengeworfen in so eine Schüssel. Ihr könnt ganz ehrlich das auch alles einfach in eine Schüssel pfeffern, direkt nachdem ihr es geschnitten habt. Ich gebe jetzt auch die restlichen Sachen noch dazu, also einmal die Zwiebel und davon erstmal die Hälfte. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich ja jetzt auch nur die Hälfte von restlichen Zutaten benutzt habe. Und jetzt kommen die ganzen Flüssigkeiten noch rein und zwar einmal Olivenöl, insgesamt so gute 3-4 Esslöffel, also echt ordentlich. Bringt nämlich einmal Geschmack rein, aber eben macht das Ganze auch so ein bisschen geschmeidiger und einfach eine schönere Konsistenz. Dann als nächstes kommt eine Zutat, die hoffentlich ein paar von euch zu Hause haben, Rotweinessig. Rotweinessig an sich ist nicht ganz so sauer wie Essig, den ihr sonst vielleicht kennt. Es macht aber auf jeden Fall Sinn, den vorher auch nochmal zu probieren, weil Essig sind teilweise so unterschiedlich und das ist eine komplett eigene Welt. Einmal kurz probieren. Hat eine geile Fruchtigkeit und genau diese leichte Fruchtigkeit, die kommt richtig gut auch in Verbindung mit den Erdbeeren. Trotzdem ist es halt ein Essig und darf man nicht zu viel verwenden. Also ich gebe so einen Teelöffel vielleicht mit dazu. Das müssen wir gleich natürlich auch noch gut vermischen. Und noch ein bisschen mehr Säure kommt jetzt durch Zitrone mit rein. Die ganzen Mengenangaben, die findet ihr übrigens wie immer natürlich auch unter dem Video nochmal und auch auf letscook.de, wo ihr sowieso jedes Rezept nochmal runtergeschrieben habt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr da natürlich auch noch ein paar extra Erdbeeren mit einrühren, damit das Verhältnis stimmt. Das Ganze dann natürlich gut verrühren und auch bei diesem Rezept besonders wichtig, nochmal gut durchziehen lassen. Denn das dauert so ein bisschen, bis sich diese ganzen verschiedenen Sachen gut miteinander verbunden haben. Und wenn ihr den jetzt nochmal einfach eine halbe Stunde rumstehen lasst oder noch besser in den Kühlschrank packt und so ein, zwei Stunden da nochmal durchziehen lasst, dann schmeckt der nochmal viel, viel besser, als wenn ihr den jetzt direkt futtert. Was aber natürlich auf jeden Fall sinnvoll ist, ist an der Stelle auch schon mal ein Löffel probieren und einfach gucken, ob da jetzt noch irgendwas fehlt. Boah, mega gut. Schmeckt wirklich schön ausgeglichen. Kann sogar noch ein bisschen mehr Säure haben. Also entweder ein Tick mehr Essig oder mehr Zitrone. Aber diese Süße durch die Erdbeeren, die ist mega geil in diesem Salat. Und der Quinoa, der sorgt auch einfach so ein bisschen für die Basis. Habt da auch etwas drin, was gut für den Körper ist und was euch satt macht. Ein wirklich, wirklich geiles Rezept. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr da gerne auch noch so ein bisschen Feta drüber bröckeln. Kommt, wie ich finde, in jedem Essen eigentlich echt gut. Aber wenn ihr das Ganze vegan halten möchtet, dann lasst ihr natürlich weg. Sehr, sehr geiles Rezept. Macht's gerne nach und schreibt mir vor allem, wie er euch geschmeckt hat. Genießt den Sommer, meine Freunde. Am besten mit so einem Salat. Bis dann. Ciao.